Alter, dein Fahrstil ist jetzt nicht gerade der beste, Mann. Schnauze! Achtung, da vorne ist eine Absperrung! Ups, dann schnell hier rein! Alter, was war das denn jetzt alles? Ach, jetzt fällt's mir ein, ich habe ja gar keinen Führerschein. Hey, schau's dir an, ich habe mein Gewehr in Lava eingetaucht und jetzt hat sie so ein ultra heißes Design. Das sieht echt cool aus, aber ist die Waffe jetzt nicht kochend heiß? Ja, die Schmerzen sind unerträglich, aber dafür sieht sie gut aus. Ist klar. So, hier mein Freund, trink das. Was? Nein, ich hab absolut keinen Durst. Rein damit, sage ich. Nix da, du Kasper. Ex oder schwul? Hey, warum sehe ich dich eigentlich gar nicht mehr in der Stadt? Das will ich dir sagen. Ich darf in der Stadt nicht mehr landen. Mein Auto ist so alt und produziert angeblich zu viele schädliche Abgase. Dann hol dir doch ein neues. Nein. Hi, hättest du mal Lust, dich mit mir zu treffen? Hallo? Jetzt stör mal nicht, ich bin hier auf Tinder unterwegs, klar. Okay. Warum finde ich einfach keine Freundin? Hey, kannst du das mal probieren und mir sagen, wie es dir schmeckt? Na klar. Boah, Alter, was ist denn da drin? Das schmeckt ja widerlich. Meine Pisse? Was? Hey Mann, ich müsste mal in deinen Tresor rein, um ein paar Vorräte zu holen. Als ob ich dich, kleinen Anime-Knällchen, meinen Tresor lassen würde. Und jetzt ab mit dir. Boss, ich glaube, dass das nicht unbedingt die beste Idee war, ihn so zu behandeln. Was soll dieser Knirps denn schon ausrichten können? Warum müssen sie es mir alle nur so schwer machen? Jawohl, hops genommen habe ich den Kerl und nix anderes, Mann. Oh. Dieser dumme Blödmann lernt's einfach nie. Okay, warum sollten wir ausgerechnet sie einstellen? Naja, ich bin ein ich brauche das Geld, okay? So, jetzt reicht's mir mit euch beiden. Wenn ich noch ein Geräusch von euch höre, dann gibt's Ärger, klar? Also, wie gesagt, da hinten sind die Räume, in denen wir immer gemeinsam... Okay, wer von euch war das? Na, er hier, Kommandant. Alter, Monster Energy hat mich eiskalt verklagt, Mann. Okay, warum das denn? Weil ich einen Monster-Penis... Bitte bleiben Sie dran. Warst du nicht neulich schon wieder auf einem Date? Ja, richtig. Wie hast du das gemacht? Naja, ich war im Einkaufszentrum und wollte mir gerade ein Eis kaufen. Dann habe ich sie gesehen und hab... was schreibst du denn da? Ich brauch doch so dringend Tipps. Hey Vader, ich brauch deine Hilfe. Die gute Laune-Gang will mir an den Kragen. Na, so schlimm können sie ja nicht sein, wenn sie einen so dämlichen Namen haben. Da vorne sind sie aber schon. Muss dann auch mal los. Mach's gut. Ah, da vorne ist ja ein Gegner. Namaste. Auf ein faires Match. Dieser Trottel muss endlich mal lernen, dass das Leben nicht wie ein Samurai-Film aussieht. Wie war eigentlich dein Date? Sehr gut. Es war ein schöner Abend und sie sieht so gut aus mit ihren blauen Haaren. Was war das denn jetzt? Na, wenn die blauen Haare keine rote Flagge sind, dann weiß ich es auch nicht. Das war meine rote Karte. Schnauze! Hey, ich habe jetzt mein eigenes Deo entwickelt. Willst du mal riechen? Na klar, her damit. Bitteschön. Boah, Alter, was ist denn das? Das sind meine Fürze. Wie hat die Polizei eigentlich gemerkt, dass du der Dieb warst? Naja, im Nachhinein betrachtet war es wohl nicht die beste Idee, dass ich das Gemälde, das ich geklaut habe, als Hängegleiter verwendet habe. Hey du Lauch, spiel dich mal nicht so künstlich auf hier, sonst muss ich dir noch eine Lektion erteilen, ist klar, was? Ich glaube, ich habe noch was auf dem Herd. Alter, ich check diesen Kerl nicht. Wir liegen 2-0 hinten. Wir brauchen unbedingt ein Tor und der stellt sich in den eigenen Strafraum und zeigt die ganze Zeit nur seine dämlichen Balltricks. Alter, was soll denn das? Hä? Was denn? Du hast gerade mein komplettes Haus abgerissen.
Also, ihr billigen Möchtegern Aliens, ihr verschwindet jetzt besser oder ich mache euch höchstpersönlich kalt. Ach ja, du und welche Armee? Na, diese Armee. Schöne Aussicht von hier oben, nicht wahr? Ja, es wäre es richtig dämlich, wenn jemand die Macht für einen billigen Gag missbrauchen würde oder so. Hä? Was meinst du denn damit? Naja, pass mal auf. Ach ja, so kann man es beim Imperium schon aushalten, oder? Ja, so muss das. Zurück an die Arbeit, ihr faulen Schweine, sonst lasse ich Lord Vader persönlich antraben, ist klar, wa? Hüss! Da vorne ist sie wieder, aber ich weiß einfach nicht, wie ich ihre Aufmerksamkeit bekommen kann. Na, wenn das alles ist, hier, ich helfe dir. Was? Moment. Okay, ich geh dann mal. Danke für gar nichts. Alter, hast du das mitbekommen? Beat-Vertrag hat jetzt über 25.000 Abonnenten auf YouTube. Junge, du schießt mir hier die komplette Hauswand weg, weil du mir das mitteilen wolltest. Ja, hau ab. Alter, warum grillst du denn so viele Marshmallows, wenn du das ganze Zeug sowieso nur auf dem Boden verteilst? Mir schmecken die Marshmallows nicht. Was? Aber ich grill doch so gerne. Lass dich einweisen. Hey, ist ja schön, dass du endlich tanzen gelernt hast, aber ich hab das nicht wörtlich gemeint, als ich gesagt hab, lass dich einfach treiben, klar? Was denn? Ich find's gut. Also gut, auf ein faires Match. Na klar. Auf drei. Eins, zwei, wow! Die Macht ist stark. Du hast dieses Jahr Silvesterverbot nicht vergessen. Aber warum denn? Na, du weißt doch noch, was du letztes Jahr gemacht hast, du Kasper. Warum erledigst du den Kerl nicht endlich? General, seine Musik ist einfach zu heiß für uns. Kugeln können ihm nichts anhaben. Na, so ein Blödsinn. Und jetzt Feuer. Da, es bringt nichts. So, jetzt reicht's mir. Oh mein Gott, es stimmt. Seine Musik ist einfach zu heiß. Hey, hier bin ich. Der Tommy kommt ein bisschen später. Der wollte noch das ganze Alphabet furzen, aber hat sich beim U eingeschissen. Alter, es hätte gereicht, wenn du gesagt hättest, dass der Tommy später kommt. Nee. Obi-Wan, hilf mir. Wie bekomme ich diese Frau dazu, mit mir auszugehen? Na, nichts leichter als das. Benutz einfach deinen Machtgriff, um sie zu dir zu ziehen und schon hast du sie. Danke, aber gern. Und jetzt? Oh Mist. Au, du Grobian, lass mich ja in Ruhe. Ich hasse euch! Was? Du willst beim diesjährigen Western-Turnier mitmachen? Du kannst doch nicht mal reiten. Na klar kann ich das. Das siehst du hier doch. Mein stolzes Einhornpferd und ich sind bereit, euch alle hops zu nehmen. Und jetzt Galopp. Hey, na, wie geht's meinem Lieblingsbaum? Baum? Ich bin kein Baum. Ich bin ein Ent. Alter, wir beide wissen, dass das nicht deine Stimme ist, du Kasper. Du unfreundlicher Kerl, du! Man hat mich ja davor gewarnt, mit dir Schach zu spielen, weil du so lange brauchst, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Was denn? Eine Ewigkeit später. Junge, jetzt mach endlich! Ist ja gut, ja? Ein schönes Restaurant ist das hier. Ja, nicht wahr? Haben sich die Herren schon entschieden, was sie essen wollen? Ich nehme das Lachsfilet. Und ich nehme eine kleine Pizza Margherita. Vielen Dank. Ach so, übrigens, die Rechnung geht heute auf mich. Was? Ach so. Na dann, Herr Ober, hier. Ich hätte gern noch ein Jumbo XXL Mega Combo Menü mit Champagner, ist klar, wa? Was denn? Also, junger Padawan, du hast es geschafft. Und hiermit übergebe ich dir feierlich mein Lichtschwert. Du weißt ja, wie man damit umgeht, oder? Na klar, Obi-Wan. Ich bin doch kein billiger Anfänger. Man muss nur wissen, wie man es richtig schwingt. Also ungefähr so. Batman, zum Glück bist du hier. Du musst den Xenomorph da vorne unbedingt aufhalten. Na, warte mal ab. Den Kerl werde ich jetzt was husten, dass er schreiend davonläuft. Was ist passiert? Ich habe mir in die Hose geschissen und verschwinde jetzt. Mach's gut. So, das wäre erledigt. Hops genommen habe ich den Knilch. Alter, das war der erste Gegner von 100. Das war's noch lange nicht. Aber Schnauze und weitermachen. Oh. Hey, würdest du mal mit mir ausgehen? Nein, tut mir leid.
Okay, na, macht nichts. Ernsthaft? Du kommst beim besten Willen nicht darauf, warum dich alle Leute nachts problemlos sehen und abknallen können? Nein, Mann, ich habe einfach keinen Plan. Wahrscheinlich haben die alle Wallhacks an oder so. Hey, hast du Lust, mal mit mir auszugehen? Ja, können wir gerne mal machen. Oh mein Gott, ja, Mann, hätte ich gar nicht gedacht. Ich freue mich so. Ich glaube, ich habe doch keine Zeit. Ach Mensch. Und jetzt noch die Wettervorhersage. Heute können vermehrt Steinschläge auftreten, also bitte Vorsicht da draußen. Hä? Na, so ein ausgemachter Blödsinn schon wieder, als ob's hier Steinschläge geben könnte. Hä? Was war denn das jetzt? Kannst du eigentlich tanzen? Ja klar, hier, schau! Das soll alles gewesen sein? Jetzt zeige ich dir mal, wie das geht. Hier, guck's dir an. Das nennt man einen richtigen Tanz, ist klar, oder? Und nicht das, was du da gemacht hast. Alter, und du wunderst dich, warum sie dich unsympathisch findet? Ich find's ja schön, dass er uns zu seiner Gartengrillparty eingeladen hat, aber warum muss er aus dem Grillen so ein Spektakel machen? Der war doch jahrelang im Zirkus dabei, das muss für ihn einfach so sein. Der verbrennt meine Burger. Aber dafür fliegen sie so schön. Wow, so cool, Mann. Alter, der Kerl gibt da keinen Gesang von sich. Das war gerade sein Angriffsschrei, um uns alle zu ermorden. Oh. Hey, Moment mal, was machen Sie da? Machen Sie hier Ausgrabungen? Es ist verboten. Verboten sind Ausgrabungen, ist klar, was? Nee, Alter, ich mache hier überhaupt keine Ausgrabungen. Alles easy, Digga. Ja, okay, dann viel Spaß noch. Oh, so ein Blödmann. Also, dann hole ich dich heute um 7 ab. Ja, okay, dann bis dahin. Yo. Was ist das denn jetzt? Das ist mein Wagen. Und jetzt rein mit dir. Da steige ich bestimmt nicht ein. Na dann eben nicht. Mach's gut. Hey, Spider-Man. Ja? 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 Was denn? Wer von euch ist der richtige Spider-Man? Ich. Ich? Ich. Na, ich. Ach, leckt mich doch, Leute. Ich gehe zu Batman. Alter, hilf mir, ich verbrenne. Entspanne deinen Geist und der Körper wird folgen. Das hilft mir nicht, ich verbrenne immer noch. Der Körper ist eine Festung, die nur eingenommen werden kann, wenn der Geist gebrochen ist. Ich brech dir gleich was, du dummer Head. Ich hab's ihm gesagt. Wenn wir das nächste Mal auf Klonsoldaten treffen sollten, übernehme ich das Reden, klar? Aber warum? Das weißt du ganz genau. Hey, wie viele stinkende, schwitzende, hässliche, minderwertige Klonsoldaten braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Wie viele denn? Na, 3. Einen, um die Glühbirne zu wechseln und die anderen beiden bewerfen sich gegenseitig mit Scheiße. Das war ein schönes zweites Treffen. Ja, finde ich auch. Jetzt muss ich dir aber was gestehen. Okay, was denn? Ich bin gar kein Alien. Ich bin eine ganz normale Frau. Boah, na dann danke für gar nichts. Ich verschwinde. Oh, mächtiger Frosch, ich danke dir vielmals für die Gaben, die du mir beschert hast. Verschwinde sofort, du jämmerlicher Eindringling. Diese Gaben sind nicht für dich. Natürlich, mächtiger Frosch. Tut mir leid. Unglaublich, wie leichtgläubig manche Blödmänner da draußen sind. Wow, du bist doch Marco Reus, oder? Ja, klar. Geil, zeig mal deine Skills. Kein Problem. Sehr cool. Und wie läuft's eigentlich mit der Meisterschaft? Ach, lass mich doch in Ruhe. Weißt du, was aus meinem Lambo geworden ist? Der müsste eigentlich hier in der Gasse stehen. Ach so, ja, den habe ich verkauft. Was? Ja, aber schau dir mal dafür meine Jacke an. Das ist echtes Gold. Hey, ist das da vorne nicht dein Chef? Der schaut dich irgendwie so böse an. Ja, stimmt. Jetzt will er auch noch, dass ich zu ihm komme. Oh Mann. Hallo Chef, was gibt's denn? Kollege Schmidt, Ihr Hosenstall ist offen. Kümmern Sie sich mal darum.